Donnerstagabend 18 Uhr und damit Zeit für Studio 47 live. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben, liebe Zuschauer. Heute war ein großer Tag für unsere Viertklässler. Nach wochenlanger Pause durften sie erstmals wieder in den Unterricht. Und seit gestern ist auch klar, wie es grundsätzlich mit der Schulsituation in NRW weitergehen soll. Wie die Schulministerin mitteilte, sollen bis zu den Sommerferien wieder alle Schüler in den Unterricht kommen. Und zwar in einem rollierenden System, also tageweise. Wir haben für Sie einmal zusammengefasst, was da jetzt alles auf die Schulen zukommt. Heute waren es die Viertklässler. Ab kommender Woche sollen dann nach und nach alle Schüler in NRW zurück in den Unterricht kehren. Ziel der Landesregierung ist es, noch vor den Sommerferien allen Kindern den Besuch der Schule zu ermöglichen. Und jetzt am Montag wird in Nordrhein-Westfalen der Präsenzunterricht an allen Grund- und weiterführenden Schulen mit weiteren Jahrgängen tageweise in einem rollierenden System wieder aufgenommen. In den Grundschulen betrifft das nach den vierten Klassen dann eben ab kommenden Montag die ersten folgend dann zweite, dritte und vierte Klasse. In eigener Verantwortung können die Schulen dann entscheiden, welche Klassen sie wann in den Unterricht holen. Das heißt, wenn eine Schule beschließt, dass sie zum Beispiel in der Grundschule sagt, mir ist es wichtig, dass dieser Jahrgang auch jetzt mal zwei Tage hintereinander entsprechend in die Schulen kommt, dann ist das auch in diesem Verfahren möglich. Gleiches gilt für die weiterführenden Schulen. Hier sollen die Jahrgänge 5 bis 9 ebenfalls tageweise unterrichtet werden. Gesamtschüler und Gymnasiasten, die nicht im nächsten Jahr Abitur machen, kommen erst Ende Mai in die Klassen zurück. Ab dem 26. Mai sollen die Jahrgangsstufen 5 bis 10 an den Gymnasien und die Klassen 5 bis 11 an den Gesamtschulen wieder Präsenzunterricht erhalten. Alle Schulstunden sollen unter strengsten Maßnahmen des Infektionsschutzes stattfinden. Gerade Hygiene- und Abstandsregeln werden Schulen aber vor große Herausforderungen stellen. Unterricht in Kleingruppen bedeutet eine Ausweitung auf mehrere Klassenzimmer. Dazu werden deutlich weniger Lehrer am Präsenzunterricht teilnehmen. Personal, das der Risikogruppe angehört, bekommt explizit ein Beschäftigungsverbot. Lehrkräften, die zum Teil schon am Limit arbeiten, steht also eine Mammutaufgabe bevor. Ja, für die Viertklässler ging der Unterricht heute in den Schulen wieder los. Für die anderen Klassen geht es dann in einem rollierenden System ab kommendem Montag weiter. Ob das eine gute Entscheidung ist, darüber spreche ich jetzt mit Michael Fuchs. Er ist Grundschullehrer und Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung und ist uns jetzt per Skype zugeschaltet. Hallo Herr Fuchs, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ja, hallo, schönen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Herr Fuchs, Sie sind selber Grundschullehrer, gehören aber eben zur Risikogruppe und waren deswegen heute nicht vor Ort in den Grundschulen. Sie hatten aber viel Kontakt mit Kollegen und können uns vielleicht trotzdem ein bisschen erzählen, wie die Stimmung heute unter den Lehrern war, aber vielleicht auch unter den Schülern, die jetzt vielleicht sehr motiviert sind nach dieser langen Pause. Wie ist die Stimmung vor Ort? Ja, also ich habe dann heute auch noch mal mehrere Schulen und Schulleiter angerufen, um so ein Stimmungsbild eben zu bekommen. Natürlich meine eigene Schule. In meiner eigenen Schule bin ich ganz nah dran. Grundsätzlich, die Kinder haben sich gefreut, einfach mal wieder Kontakt mit der Schule zu haben, Kontakt mit Lehrern zu haben, in die Schule zu kommen. Mir wurde allerdings auch berichtet, dass die Kinder alle sehr vorsichtig waren und sehr zurückhaltend, sehr zunächst mal eingeschüchtert waren, ob der neuen Situation, die ja für alle neu ist. Ja, und auch für die Lehrer ist das ja auch eine ganz ungewöhnliche Situation. Aber auch da muss man sagen, im Grunde genommen sind alle froh, dass es wieder anfängt, dass der Sozialraum Schule wieder genutzt werden kann. Zwar nicht so, wie wir das gewohnt sind und wofür wir ausgebildet worden sind, aber wir sind froh, dass es in irgendeiner Weise wieder einen Start gibt. Gestern gab es ja die Ankündigung, dass es ab dem 11. Mai ja dann auch die anderen Klassen wieder in die Schulen zurückgeholt werden sollen. Das sind jetzt ja wieder nur ein paar Tage Vorbereitungszeit, die die Lehrer haben, um sich auf die Situation vorzubereiten. Daran gab es ja auch schon Kritik vor ein paar Wochen, als die Abiturienten und die Abschlussklassen zurück in die Schulen geholt wurden. Vor dem Hintergrund, wie realistisch ist es für die Lehrer, diese Hygienemaßnahmen einzurichten und auch einen Plan zu entwickeln? Ja, zum Glück gab es ja schon einen Vorlauf. In der letzten Woche gab es ja eigentlich Verwirrung, aber andererseits konnte man sich ausrechnen, dass das rollierende System eine große Rolle spielen wird. Und darauf haben sich dann
die Lehrerinnen und Lehrer auch eingerichtet. Aber man muss eben schon sagen, die Verwirrung war groß und unser Verband, der VBE, Verband Bildung und Erziehung, hat sich da ja auch in einem offenen Brief an die Ministerin gewandt und hat gesagt, so geht das nicht. Lehrer brauchen in dieser stressigen Zeit, seit Wochen gibt es eben diesen Digitalunterricht, seit Wochen gibt es die Betreuung in den Schulen und parallel muss man sich eben Hygienekonzepte und andere Konzepte ausdenken und die umsetzen. Das war schon eine sehr große Stresssituation, die in den letzten Wochen auf die Lehrer zugekommen ist. Und dann auch noch vor dem Hintergrund, dass es jetzt auch noch weniger Lehrer vor Ort sind. Ich meine, der Lehrermangel war ja auch in Duisburg schon da vor Corona. Jetzt fallen noch mehr Lehrer weg, weil sie eben ja Risikopatient sind, über 60 oder schwanger sind. Wie ist es denn vor dem Hintergrund? Also kann das alles auf Dauer klappen? Wie ist da so die Einschätzung heute nach dem ersten Tag? Ja, das ist eine schwierige Situation, da haben Sie vollkommen recht. In Duisburg fehlen rund 100 Grundschullehrer und wir können jetzt davon ausgehen, dass wir im Moment ein Drittel weniger Lehrer haben. Unter diesen Umständen ist das eine Herkulesaufgabe. Man versucht dem mit verschiedenen Konzepten entgegenzusteuern. Und da ist es allerdings auch sehr glücklich, dass die Ministerin jetzt hier durch ihre Schulmail, die heute Morgen gekommen ist, die 20. Schulmail, den Freiraum, den Grundschulen großen Freiraum lässt bei der Gestaltung. Das heißt, die Gruppen werden eben geteilt. Wenn Sie zum Beispiel 27, 28 Kinder in der Klasse haben, was in Duisburg häufig die Regel ist, dann haben Sie die Möglichkeit, das in vier Gruppen zu teilen. Dann haben Sie 7 Kinder und die werden dann, wenn sie zweizügig sind, brauchen Sie 8 Lehrer dafür, weil die anderen Klassen nicht im Geschäft sind, kann es funktionieren. Und wenn das nicht funktioniert, wenn man diese 8 Lehrer nicht hat, aufgrund der Sachen, die Sie gerade genannt haben, dann wird man den Schichtbetrieb bemühen. Und das sieht dann eben so aus, dass morgens 2 oder 3 Stunden für eine Gruppe und danach nach einer Pause und nach einer Desinfizierung der Klassen, was in Duisburg sehr gut funktionieren soll, habe ich gehört, die nächste Gruppe kommt. Das heißt, man versucht also mit verschiedenen Möglichkeiten, das umzusetzen, was im Moment möglich ist. Herr Fuchs, ich wünsche Ihnen bzw. Ihren Kollegen für die kommenden Tage auf jeden Fall viel Kraft, wenn man das so hört, und bedanke mich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Dankeschön. Ja, ich werde das gerne weitergeben. Ich bedanke mich auch, Frau Henke. Auf Wiedersehen. Und neben der Schule öffnet nach und nach auch noch eine ganz andere Institution, die Kirche. Auch hier standen Abstand und Schichtbetrieb ganz oben auf der Liste, als letzten Sonntag zum ersten Mal wieder Gottesdienste in einigen Kirchen stattgefunden haben. Doch im Stadtgebiet gibt es eine Aufteilung. Die evangelische Kirche verzichtet auf die Gottesdienste. Die katholische Kirche hat grünes Licht gegeben, so wie in der Gemeinde San Franziskus in Homberg. Wegen Corona gibt es in Kirchen ein neues Gebot. Abstand halten. Feinsäuberlich abgetrennt sind die Sitzbänke deswegen auch in der Liebfrauenkirche in Hochheide. Pfarrer Thorsten Hendricks leitete hier am letzten Wochenende einen Gottesdienst. Den ersten seit vielen Wochen. Man sah sich wieder von Angesicht zu Angesicht. Sonst ging vieles über Telefon, über Mail, über WhatsApp. Auch manche WhatsApp-Schalte haben wir gemacht, so Teamkonferenzen am Computer. Aber jetzt ist wieder so Face-to-Face, allerdings auf Abstand. Das ist natürlich etwas, was noch wieder sehr ungewöhnlich ist. Abstand halten, Desinfektion der Hände, dass man Mundschutz trägt. Also es ist jetzt nicht so wie früher. Dass es bis zur Normalität noch ein weiter Weg ist, spürt man auch hier. Auch wenn Online-Andachten oder Aktionen wie die Kirche to go, die die Homberger Pfarrei ins Leben gerufen hat, ein gutes Mittel seien, die gottesdienstfreie Zeit zu überbrücken, so ist Thorsten Hendricks doch froh, seiner Gemeinde wieder in die Augen schauen zu können. Wir haben natürlich die Kirchen immer auch geöffnet gehabt am Sonntag und die Leute konnten trotzdem hier hinkommen, aber einen Gottesdienst zu feiern, die frohe Botschaft zu hören und nicht nur aus dem Fernsehen oder aus dem Radio zu empfangen, das war für viele Menschen sehr wichtig. Während die evangelischen Kirchen in Duisburg bis Ende Mai keine Präsenzgottesdienste abhalten, wählte Pfarrer Hendricks bewusst einen anderen Weg. Wohl mit dem Wissen, dass es auch zu früh sein könnte.
Es ist ein Versuch. Wenn ich jetzt am Sonntag gemerkt hätte, dass es gar nicht funktioniert, dann hätten wir vielleicht auch gesagt, liebe Leute, wir brauchen Zeit. Das ist ein Experiment. So wie vieles andere im Moment ja ganze Experimente sind, so ist das auch eins. Und wir haben es versucht, wir haben es gewagt und jetzt am Sonntag ist es gut gegangen. Das Experiment geht am nächsten Sonntag weiter. Natürlich weiterhin mit Abstand. Mit Abstand und im Schichtbetrieb haben die ersten Gottesdienste in NRW letzten Sonntag wieder stattgefunden. Die Evangelische Kirche Duisburg möchte damit noch bis Ende Mai warten. Warum? Darüber spreche ich jetzt mit Armin Schneider. Er ist Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg und ist uns jetzt per Skype zugeschaltet. Guten Abend, Herr Schneider. Schönen guten Abend, Frau Henke. Ja, Herr Schneider, wir haben gerade die Unterschiede zwischen der katholischen und evangelischen Kirche gesehen, was die Präsenzgottesdienste angeht. Warum möchten Sie bzw. der Kirchenkreis Duisburg denn noch bis Ende Mai warten, was die Gottesdienste angeht? Also lassen Sie mich vorweg sagen, es ist uns natürlich schwer gefallen in den vergangenen Wochen, vor allen Dingen während der Osterzeit, denn das ist ja das wichtigste christliche Fest, auf die gemeinsam gefeierten Gottesdienste zu verzichten. Wir haben aber sehr bewusst darauf verzichtet und zwar nicht nur zähneknirschend, sondern aus absoluter Einsicht in die Notwendigkeit dieser Situation auf gemeinsam gefeierte Gottesdienste zu verzichten, war für uns schlicht und einfach ein Gebot der Nächstenliebe. Mhm. Und wir haben dann bereits am 20. April ein Pfarrkonvent gehabt. Ein Pfarrkonvent ist kein Beschlussgremium, das irgendetwas festlegen kann, sondern es ist eine kollegiale Beratung zwischen den Pfarrerinnen und Pfarrern des Kirchenkreises. Dort haben wir gemeinsam überlegt, wie gehen wir mit diesem Problem um? Und sind zu der Ansicht gekommen, auch wenn im Mai schon die ersten Lockerungen kommen und Gottesdienste gefeiert werden können, werden wir noch darauf verzichten. Denn unter diesen Bedingungen Gottesdienste zu feiern, erfordert ausreichende und sorgfältig erarbeitete Schutzkonzepte zu erstellen. Und das braucht Zeit. Wir wollten uns nicht auf einen Wettlauf einlassen, so nach dem Motto, wer steht als Erster wieder vor dem Altar, sondern wirklich dafür Sorge tragen, dass die Besucherinnen und Besucher unserer Gottesdienste dann auch nicht gefährdet und ausreichend geschützt sind. Sie haben gerade schon die Schutzkonzepte kurz angesprochen. Ich meine, in vielen Bereichen kursiert gerade die Frage, wie kann man die Hygienestandards, die Maßnahmen umsetzen? Was würden Sie sagen, wie leicht oder wie schwierig sind eben diese Maßnahmen in der Kirche während der Präsenzgottesdienste dann Ende Mai umzusetzen? Also es erfordert, wie gesagt, eine sorgfältige und ausreichende Vorbereitung. Da orientieren wir uns einmal an dem Eckpunktepapier der Evangelischen Kirche in Deutschland, was mit dem Bundesinnenministerium ausgehandelt worden ist. Dort sind die wichtigsten Eckdaten festgehalten. Wir haben von Seiten des Kirchenkreises den Gemeinden noch ein Merkblatt an die Hand gegeben, worauf besonders zu erachten ist. Und nach diesen Eckpunkten müssen im Grunde jetzt in den Gemeinden vor Ort die notwendigen Schutzkonzepte erarbeitet werden. Besondere Aufmerksamkeit, glaube ich, gilt so kritischen Situationen, die entstehen beim Betreten und beim Verlassen der Kirche, wo es oft ja auch schwierig ist, den notwendigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Deswegen empfehlen wir von Seiten des Kirchenkreises dringend, Mund- und Gesichtsschutz zu tragen, um hier die Infektionsrisiken so gering wie möglich zu halten. Trotz dieser Schutzmaßnahmen, die getroffen werden, gibt es immer noch Kritik, was die Präsenzgottesdienste angeht. Aber was bedeutet es Ihrer Meinung nach für die Menschen, dass die Gottesdienste wieder stattfinden, aller Kritik zum Trotz? Also ich denke, vielen Menschen wird es sicher gut tun. Wobei ich auch die Frage gehört habe, ist das denn eigentlich ein Gottesdienst nach unserem bisherigen Verständnis, wenn Menschen mit Mund- und Nasenschutz und jeweils immer 2 Meter voneinander Abstand haltend da gemeinsam Gottesdienst feiern? Entspricht das unserem Verständnis einer gemeinsamen Feier? Das müssen natürlich die Gemeinden vor Ort überlegen. Und es gibt von unserer Seite auch keinen Druck oder keine Verpflichtung, dass man jetzt im Juni unbedingt wieder sofort mit Gottesdiensten beginnen müsste. Wichtig ist, dass der Schutz der Besucherinnen und Besucher an oberster Stelle steht. Neben den vielen Einschränkungen hat die Krise ja auch viel Kreativität, sag ich mal, hervorgebracht. Es gab Online-Gottesdienste, es wurden Gottesdienste im Autokino abgehalten. Deswegen vielleicht noch zum Schluss kurz die Frage, hat das Ihnen und Ihren Gemeindenmitgliedern das auch Mut gemacht und hat vielleicht auch was Positives mit sich gebracht?
Also das hat uns in dieser Zeit sicher sehr geholfen. Und ich bin auch sehr dankbar, wie viele unterschiedliche kreative Formate in den Gemeinden oder auch auf Ebene des Kirchenkreises in dieser wirklich kurzen Zeit, da ja kaum ein Vorlauf, entwickelt worden sind. Es gab nicht nur Online-Gottesdienste für Erwachsene, es gab Online-Gottesdienste für Kinder und Jugendliche, es gab ein Lobpreissingen, bei dem die Menschen vor dem Monitor zu Hause mitsingen konnten. Das alles hat Resonanz gefunden. Es gab diese ökumenischen Webandachten über Radio Duisburg. Auch das möchte ich in dem Zusammenhang gerne noch mal erwähnen. In dieser Zeit der Krise haben wir wirklich eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche gehabt. Das hat wirklich wunderbar funktioniert. Und das hat in diesen schwierigen Zeiten einfach auch Mut gemacht. Und von den Rückmeldungen her, die ich bekommen habe, hat das vielen Menschen einfach auch gut getan. Umso schöner, dass es dann jetzt Ende Mai in der Realität weitergeführt werden kann. Herr Schneider, ich bedanke mich für Ihre Zeit. Herzlichen Dank, Frau Henke. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Und nicht nur die Kirchen öffnen wieder ihre Tore, auch das Absperrband vor den Spielplätzen konnte heute endlich wieder durchgeschnitten werden. Ganz zur Freude vieler Kinder, denen der Kindergarten, das Austoben mit den Freunden oder das Klettern auf dem Klettergerüst sicherlich sehr gefehlt haben. Und das Wetter hätte zum Spielplatzstart nicht besser sein können. Darüber haben sich nicht nur Jung, sondern auch Alt gefreut. Also die erste Zeit war es noch okay gewesen. Da hat man die ersten Tage oder die ersten Wochen zu Hause viel unternommen. Basteln, spielen, einfach Unsinn machen. Aber nach den paar Wochen wurde es ja zur Routine und dann kam die Langeweile auf. Dann hat man sofort die Spielplätze, das einfache Rausgehen, halt vermisst. Also ich kann das gar nicht in Worte fassen. Also wenn ich alleine sehe, wie die Kinder sich da austoben, da hat denen ganz schön viel was gefehlt. Echt. Man versucht den Kindern halt auch einiges zu Hause zu bieten. Es gibt ja diverse Sachen, die halt angeboten werden mit auf YouTube-Kanälen, mit Musik und sonst was. Aber es wollen die Kinder irgendwann nicht mehr. Die brauchen halt einfach draußen, die wollen halt rennen, die wollen toben. Und nicht zu vergessen wirklich die sozialen Kontakte, die gerade Kindern auch sehr, sehr wichtig sind. Ja, wir wollten daraus so eine kleine Überraschung machen, haben dem Älteren gesagt, dass es halt heute eine Überraschung gibt, waren dann hier, haben gesagt, das ist hier die Überraschung. Und dann meinte er, welche Überraschung denn? Also er hat es anscheinend nicht so sehr vermisst, wie wir gedacht hätten, aber wir haben es vermisst. Und die Öffnung der Spielplätze könnte gerade nicht passender sein, zumindest was das Wetter angeht. Wir werfen mal einen kurzen Blick darauf, mit wie viel Sonne wir dieses Wochenende rechnen dürfen. Etwas durchwachsener klingt die Woche in Duisburg aus. Am Freitag behält die Sonne zwar weitestgehend die Oberhand, immer wieder sorgen aber auch Wolken für schattige Phasen. Es bleibt aber warm bei Höchstwerten von 22 Grad. Das Wochenende startet am Samstag wieder mit mehr Sonne. Zwar gibt es ein paar Wolken am Himmel, die stören den Sonnenschein aber kaum. Das Thermometer klettert auf bis zu 24 Grad. Der Sonntag wird wenig frühlingshaft. Sonne gibt es nur am Morgen. Ansonsten regieren die Wolken und ab und zu sind auch leichte Schauer möglich. Die Werte kommen auf bis zu 19 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl. Autofahrer aufgepasst, in Duisburg wird morgen unter anderem auf der Herwartstraße in Untermeiderich und auf der Kaiserswerterstraße in Huckingen geblitzt. Dazu sorgen Baustellen für Einschränkungen, zum Beispiel in Hamborn. Hier ist die Hamborner Straße wegen Straßenbau und Kanalarbeiten vollgesperrt. Ende Mai sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Und in Hochheide gibt es eine Sperrung auf der Dr. Kolbstraße. Betroffen ist der Bereich zwischen der Franzstraße und der Charlottenstraße. Bis Ende der Woche ist hier noch mit Einschränkungen zu rechnen. Studio 47 wünscht eine angenehme Fahrt. Und das war's auch schon wieder mit Studio 47 live an diesem Donnerstagabend. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Schalten Sie auch gerne morgen wieder ein. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend.